Herzlich willkommen. Danke, dass du wieder einschaltest. Und heute geht es um eine ganz, ganz wichtige Sache, und zwar Einwandbehandlung aus der Praxis. Was heißt das? Du kennst schon viele Standardtechniken, ja, wie man Einwand behandelt, dass man den Fluss hält, dass man Einwände von Vorwände unterscheidet und so weiter und so fort. Am Ende ist mir nur eins aufgefallen. Ich verkaufe ja zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung. Und mir ist eins aufgefallen, dass Einwandbehandlung nach Standards nicht so funktionieren, wie wenn du richtige Praxisformulierungen hast, die ich dir jetzt mal gebe, die mir aufgefallen sind, die mir geholfen haben. Und du musst verstehen in der Einwandbehandlung, dass du Perputation benutzen sollst. Jetzt fragst du dich bestimmt, was das ist. Das heißt, du sollst Verwirrung stiften. Perputation. Mutation bedeutet, dass du Verwirrung stiftest, dass du den normalen Denkfluss störst. Ja, du sollst es stören. Du sollst quasi sein Denkmuster, boom, durchbrechen. Darum geht es bei der Praxiseinwandbehandlung, die dir viel mehr helfen wird. Und ich will dir kurz ein Beispiel sagen bei mir. Wie gesagt, ich verkaufe Suchmaschinenoptimierung. Das ist auch meine Berechtigung, warum ich weiß, von was ich spreche. Und es gibt jetzt, ich habe einen Makler akquiriert in der Akquise, und auf einmal sagt mir der Makler: Ja, ich habe eh schon so viele Aufträge, ich komme gar nicht mehr richtig hinterher, ich brauche keine Google-Optimierung, dass ich da mehr Objekte gewinne. Jetzt hätte ich sagen können: Okay, eine Frage noch an Sie, ist das erlaubt? Jetzt sagt er ja, dann sage ich: Was wäre denn im schlimmsten Fall, wenn Sie, was würde denn im schlimmsten Fall passieren, wenn Sie diesen Termin zustimmen? Das bringt nichts, solche Frage oder sowas ähnliches. Da sagt er dir irgendeine Antwort, nein, tschüss. Also habe ich mir gedacht, in dem Moment, wie schaffe ich es jetzt, eine Verwirrung, eine Perputation herbeizuführen? Ich habe gesagt: Herr Müller, ich habe eine Frage an Sie. Und zwar, wenn ich 2 Straßen von Ihrem Maklerbüro wohnen würde und ich möchte ins Ausland ziehen, ich möchte jetzt mein Haus verkaufen und weiß, dass Ihr Maklerbüro 2 Straßen von mir entfernt ist. Rufe Sie an, sagt zu Ihnen: Herr Müller, können Sie mir helfen, mein Haus zu verkaufen? Dann wollen Sie mir erzählen, das können Sie mir jetzt nicht weismachen, dass Sie mich ablehnen würden, wo ich 2 Häuser, 2 Straßen von Ihnen entfernt wohne. Seine Antwort war: Ja, nee, nee, das würde ich schon annehmen. Sehen Sie, und genau darum geht es in dem Termin. Wann passt es Ihnen morgen besser, um 16 oder um 18 Uhr? Boom, den Termin hatte ich, boom, den Kunden haben wir auch abgeschlossen. Und das sind Dinge, die lernst du nicht. Das ist kein klares System. Das ist, du musst den Einwand ja, visualisieren. Du musst ihn greifbar machen, deine Einwandbehandlung. Das ist entscheidend. Und hier habe ich ein ganz klares Muster durchbrochen, eine Perputation. Natürlich hätte ich auch Fragestellungen machen können. Aber das geht in dem Moment nicht. Das hätte auch nicht zum Erfolg geführt. Weil er in einer Negativspirale ist, der Kunde. Der sagt ja nein, weil bam, bam, bam. Und jetzt fragst du, und dann begründet der wieder deine Frage mit einer negativen Aussage, weil der ist in dieser Spirale. Aber wenn du diese Negativspirale, boom, durchbrichst, wie zum Beispiel durch meine Frage, indem ich gesagt habe: Wenn ich jetzt 2 Straßen weiter wohne, dann würden Sie mich nicht annehmen. Kommen Sie, das glaube ich Ihnen nicht. Nee, zack, Termin gemacht. Und das ist zum Beispiel Einwandbehandlung aus der Praxis. Anderes Beispiel, ich will noch ein anderes Beispiel geben. Stell dir vor, du verkaufst Coachings. Ich habe damals übrigens auch für einen Verkaufstrainer Coachings verkauft, alles über Kaltakquise, und hat es genauso funktioniert. Also, das ist immer ähnlich. Egal, ob du jetzt im Agenturbusiness bist, im Coaching-Business bist, im Dienstleistungsbusiness bist, es ähnelt sich alles. Und will dir kurz ein Beispiel nennen aus der Coaching-Branche. Jetzt stell dir mal vor, du hilfst Menschen durch Immobiliencoachings als Beispiel. Ja, verschenkst da irgendwie ja, ein gratis PDF, wo man sich runterladen kann, wo man sich schon mal informieren kann, und ich lade mir das jetzt von dir runter. Jetzt rufst du mich an und sagst: Hallo, guten Tag, Luca, hi. Ja, ich habe gesehen, du hast dir da unsere PDF runtergeladen, wie du in Immobilien investieren kannst. Mit welchem Grund, mit welcher Motivation hast du dir das denn runtergeladen? Jetzt sag ich: Wollte mich einfach mal informieren. Ah, okay, über was wolltest du dich denn informieren? Ja, Immobilien, was da so möglich ist. Ah, okay, hast du schon Immobilien? Nee.
Ah, okay, ey, guck mal, ich empfehle dir mal, mit uns ein Gespräch zu machen, bum, bum, bum. Nee, aktuell nicht so Interesse. Ich wollte einfach mal was aufschnappen. Jetzt sagt der Durchschnittsverkäufer, okay, kein Interesse, warum? Okay, warum hast du kein Interesse? Also, der macht irgendwelche Fragetechniken, am Ende lege ich auf und es ist weg. Wenn du aber wieder Perputation anwendest, dann klappt es wieder. Wie sieht hier eine Perputation aus? Und zwar sagst du, guck mal Thomas, guck mal Luca, du hast kein Interesse. Okay, kein Problem, wolltest dich einfach nur informieren. Okay, kein Problem. Ja, es ist so, aktuell, ich weiß nicht, schaust du Nachrichten? Ja. Guck mal, die Zinsen steigen immer weiter. Dein Geld, was du hart erarbeitet hast, vielleicht hart erspart hast, vielleicht hast du was geerbt, wo deine Vorfahren hart gearbeitet haben und dir gesagt haben, ey, besorg es gut, versorg es gut, behalte es gut, investiere es gut, willst du jetzt nur informieren, informieren, informieren und abwarten. Und wenn es aber die Garantie gäbe, dass du mit deinem Invest in Immobilien garantiert sorgenfrei 5.000 Euro jeden Monat verdienst, jeden Monat garantiert sorgenfrei, dann würdest du das unterschreiben. Dann würdest du es ja sofort machen, oder nicht? Ja, klar. Und schau mal, genau darum geht's. Ich zeige dir Schritt für Schritt, in 15 Minuten nur, in 15 Minuten, wie du ein sorgenfreies Leben führen kannst. Wie du deine Vorfahren, die dir das Geld vererbt haben, stolz machen wirst. Wie du deine Familie stolz machen wirst. Wie du nicht mehr in diesem Hamsterrad arbeiten musst. Wie du endlich frei wirst. Und ich zeige dir es kostenfrei sogar auf. Es ist kostenfrei. Also Luca, morgen 10 oder 16 Uhr. Passt bei dir 16 Uhr. Ich sehe gerade 16 Uhr, passt bei mir noch. Bumm, hast du wieder den Termin. Das heißt, ich visualisiere in meiner Einwandbehandlung, was er verpasst. Was er bekommen könnte. Was die Auswirkungen sind, wenn er nichts macht. Das ist Einwandbehandlung in der Praxis. Das funktioniert. Da packst du dein Gegenüber. Das ist wichtig. Und vertrau mir, das ist die beste Einwandbehandlungstechnik, die es gibt. Ich glaube mir, ich kenne so viele Fragetechniken. Bumerang-Methode, Rückstellmethode. Da gibt es Alternativmethode. Also da gibt es wirklich einige Einwandbehandlungsmethoden. Und die mögen auch mal funktionieren. Aber wir sind immer noch Menschen. Wir können uns immer noch Dinge vorstellen. Wir funktionieren immer noch von der Psychologie gleich. Und deswegen ist die Perputation in der Praxis, also wirklich jemanden zu packen und zu sagen, hey, ich will dir helfen, Mann. Das ist die beste Einwandbehandlungsmethode. In dem Sinne hoffe ich, dass dir dieser Content gefallen hat. Ja? Wirklich, schreib dir mal auf, was sind Einwandbehandlungsmethoden, die dein Gegenüber dann auch verwirren, stören, aus dem normalen Denkmuster rausziehen. Schreib dir die nieder. Schreib dir deine Haupteinwände nieder und dann schreib dir Einwandbehandlungsmethoden auf, die eben genau das tun. Und wenn du wissen willst, wie das bei dir anwendbar ist, wenn du wissen willst, wie du auch viele Einwände schon vorwegnimmst, wenn du wirklich mal ein klares Skript haben willst, was auch Denkmuster durchbricht, was nicht Standard ist, was nicht mit Standardfragen übersät ist, dann empfehle ich dir, dich einzutragen, kostenfrei zu einem Erstgespräch. Das ist bei uns auch kostenfrei. Du hast drei große Vorteile von diesem Erstgespräch, was kostenfrei ist. Nummer eins, wir durchleuchten einmal dein Business kostenfrei, ob wir dir helfen können oder nicht. Ob du durch uns mehr Umsatz machen kannst. Und nur wenn du selbst merkst, du machst durch uns mehr Umsatz, wir öffnen unsere Bücher, öffnen unsere Strategien, zeigen dir alles, wie viel Umsatz, wie viel Leads und so weiter. Nur dann können wir weitersprechen. Dein Vorteil Nummer zwei ist, du weißt, ob du gut aufgestellt bist oder es noch besser geht. Und Punkt Nummer drei, guck mal, du hast 15 Minuten dauert es. Du hast nichts zu verlieren. Wenn du jetzt noch bei einem Umsatz rumhampelst, ja, mit 10.000, 15.000 Euro, 20.000, das ist doch nichts. Ey, wenn dir morgen was passiert, wenn du morgen aus Versehen, Gott bewahre, aber irgendwas dir passiert, ah ja, du musst doch selbst immer Zeit gegen Geld tauschen im Verkauf, wenn du noch auf diesem Niveau bist. Das bringt dir nichts. Ja, dann kommt auf einmal deine Vorauszahlung für die Einkommensteuer, dann strugglest du da wieder rum. Dann bist du mal im Urlaub, kommt kein Umsatz. Deine Vertriebsmitarbeiter, die du vielleicht gerade aufgebaut hast oder einstellst, die performen dann nicht mehr. Hey, ich helfe dir. Ja, ich biete dir die Lösung an. Kostenfrei. In 15 Minuten. Deswegen, trag dich jetzt ein. Unten ist der Link. Ich freue mich auf dich. Gib immer 110%. Glaub an deine Stärken, glaub an deine Kräfte, glaub an dich. Ja, du schaffst alles. Wenn das andere können, kannst du es auch.
In dem Sinne, Vollgas, 1 der 10%.